Und damit sagen wir wieder hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Inside Wunderlich. Wir freuen uns sehr, heute auf der besten Teststrecke der Welt zu sein, nämlich auf dem Nürburgring der Nordschleife. Und wir von der Firma Wunderlich sind hier sehr, sehr gerne, weil wir die besten Bedingungen herausfinden, wie wir ein Fahrwerk perfekt abstimmen für alle Gegebenheiten. Denn die Nordschleife bietet sowohl kein Limit, was den Speed angeht, was ein großer Vorteil ist, wenn macht es nur auf abgesperrten Rennstrecken, sodass wir mal wirklich auf Herz und Nieren auch testen können, wie die Fahrwerke funktionieren in jedem Bereich. Sowohl bei zum Beispiel einer BMW oder bei einer Ducati. Wir sind dafür da, die beste Balance zu finden. Und diese Balance wollen wir natürlich jetzt mal auf der Nordschleife testen, nehmen euch mit. Und die Testergebnisse, die sagen wir euch sofort. Also, bis nachher. So, und damit melde ich mich natürlich mal kurz nach der Mittagspause für ein kleines Resümee. Uns hat so ein bisschen das Eifelwetter eingeholt, deswegen haben wir jetzt leider Zeit für euch. Leider oder, na, wir nutzen die Zeit positiv, nämlich um euch zu erklären, wie es bisher so läuft. Und da muss ich sagen, hervorragend. Wir haben jetzt schon eigentlich alle Modelle und Motorräder durchprobiert, die wir so dabei haben, haben die ein oder anderen Fahrwerksgeschichten schon geändert, konnten diese auch gegentesten und sind somit schon zu einem sehr, sehr guten Resümee gekommen, was wir heute Abend nochmal überarbeiten werden, um dann morgen weitere Schritte zu probieren. Denn es ist natürlich auch klar, bei der Entwicklung von Fahrwerken ist niemals irgendwo Ende, sondern du erreichst die nächste Stufe, das fühlt sich alles besser an. Dann hast du mehr Selbstvertrauen, auch auf einer Rennstrecke wie hier der Nordschleife. Und du lässt auf einmal anders rollen. Dadurch kommen aber dann wieder Kleinigkeiten zum Tragen, die gar nicht vorher so im, ich sag mal, Fokus lagen. Und dann ist da wieder Nachbesserung angesagt. Somit, heute Abend gibt es für den Herrn Klettke noch relativ viel Arbeit und dann morgen melden wir uns natürlich mit weiteren Informationen. Hoffe allerdings erstmal darauf, dass jetzt die Nordschleife für uns gnädig ist und wir noch eine Stunde fahren können. In diesem Sinne, wir sehen uns später. Nach zwei Tagen Nordschleifen fahren mit allem, was dazugehört. Regen, trocken, feuchter Straße, trockenen Linien und einem, der mir wieder mal gezeigt hat, wo der Hase langläuft auf der Nordschleife, nämlich dem Frank Hoffmann, haben wir so ein kleines Resümee vielleicht auch über die letzten zwei Tage, denn wir haben viel probiert, wir haben viel erfahren wieder und ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit dem, was wir, ich sag mal, gerade auch in Fahrwerksrichtung entwickeln konnten. Also wir haben herausgefunden, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wie du schon sagst. Ja, wir gerade hier bei der XR haben wir ein Setup gefunden, was wir zu Hause in Ringen zusammengebaut haben, sind hier einfach nur gefahren, haben keine Veränderungen mehr reingebracht mit den passenden Reifen von Metzler. Tja, würde ich mal sagen, schon ein Gedicht hier auf der Nordschleife. Es ist ein Gedicht auf der Nordschleife. Jetzt hast du gerade die XR angesprochen. Es ist ja nicht das einzige Motorrad, was wir hier abgestimmt haben, sondern wir haben viele Motorräder in unterschiedlichen Charakteren fahren dürfen. Nach dem Favorite frage ich dich gleich. Es ist eine schöne Mischung aus allem, aber der Punkt dessen, dass du sagst, den unterschiedlichen Charakter auch eines Motorrades im Fahrwerk, im Gefühl, zum Motorrad wieder darzustellen. Ich kann nur sagen, für mich absolut gelungen. Wie sieht es aus deiner Sicht aus und wie zufrieden bist du mit der Erfahrung, die man jetzt gemacht hat? Ja, wie ich schon sagte, ich bin sehr zufrieden, weil wir nicht nur bei der XR, bei allen Motorrädern, die wir mit haben, muss man schon sagen, eine Mischung gefunden haben, Sportlichkeit und Tourentauglichkeit. Also keins der Motorräder war hier an der Nordschleife zu hart. Alles war, ich würde es mal, sehr kommod, sehr gut fahrbar, sehr zahm, in Anführungsstrichen zahm, aber trotzdem schnell. Ja, das haben wir gesehen, wenn wir auf andere Gruppen aufgelaufen sind. Also das passt schon sehr gut und altes Sprichwort, was auf der Nordschleife besteht, funktioniert auch richtig gut auf der normalen Straße. Deswegen
nochmal bin ich sehr zufrieden. Es ist nämlich genau das, was wir im Endeffekt für euch garantieren wollen. Wir wollen nicht auf der Landstraße schnell fahren und dort Fahrwerke ans Limit bringen. Das wäre Blödsinn. Es wäre auch vielleicht ein bisschen vermessen, vielleicht für eine Grundabstimmung auf eine reine Rennstrecke zu gehen. Die Nordschleife bietet einfach alles in der Mischung und es ist eben frei zu fahren, bedeutet auch vom Speed her. Und somit kann man permanent eine Entwicklung vorantreiben. Und von meiner Seite aus her kann ich nur sagen, es war ein absolutes Vergnügen, diese Motorräder einerseits zu testen, mit kleinen Klicks nochmal fein abzustimmen und praktisch zu personalisieren, so wie man es haben möchte. Die Basis ist gelegt, die Möglichkeiten sind da und ich würde einfach sagen, ihr schaut unten in der Videobeschreibung nach, da bekommt ihr alle weiteren Informationen und könnt euch mal so ein bisschen durchklicken und kommt dann mit Sicherheit auch mit uns beiden auf das Thema Fahrwerk zurück. Und wie ich schon sagte, wir sind gerne dafür da, euch das persönlich perfekte Setup zu bauen. So, und währenddessen der große Abbau im Hintergrund beginnt, haben wir noch lange nicht fertig. Kann man das so sagen? Wir dürfen das hier so sagen. Denn ein Mann, den haben wir noch nicht vor der Kamera gehabt und das ist eigentlich jemand, der essentiell an der Weiterentwicklung beteiligt ist und vor allen Dingen bei euch bzw. uns bei Wunderlich und für euch die Fahrwerke dann auch in Perfektion vorbereitet. Und das ist der liebe Sebastian Klettke. Björn, die Kamera wird ja getragen, dahinter steht der Björn, nur mal so Grund zur Information. Komm mal rein, denn wir müssen mal mit Sebastian reden. Der macht noch gerade seine Notizen. Die letzten Notizen. Hallöchen, Sebastian. 2 Tage Nordschleife sind um. Wir stehen gerade in unserem Service-Bus, wo wir eigentlich alles machen können an Fahrwerken, was wir machen wollen. Speziell auch in der Entwicklung und wenn wir dann an der Nordschleife sind und dort testen. Jetzt möchte ich von dir mal wissen, Gabelfedern liegen da noch, das eine oder andere wurde getauscht. Es war von der Basis her schon sensationell, aber jetzt mal so deine Eindrücke nach 2 Tagen Nordschleifen und ein bisschen Mischmaschwetter, möchte ich sagen. Ja gut, aber wie ihr uns schwer erkennen könnt, wir haben doch noch das Grinsen im Gesicht. Also wir hatten persönlichen Abschluss, wir konnten jetzt noch schön ein paar Runden fahren. Ja, und es ist einfach ideal hier oben, gerade um Fahrwerksabstimmungen rauszufahren. Also es kommt der Landstraße sehr nah, auch wenn du dich natürlich in einem anderen Geschwindigkeitsbereich bewegst. Aber es sind perfekte Bedingungen. Du kannst immer wieder auf derselben Runde was gegenfahren. Du kannst, auch wenn die Basis schon gut ist, einfach ein bisschen rumprobieren. Mal eine Federrate härter, weicher, Dämpfung ein bisschen aufzugucken, wie verhält sich das Motorrad, ein bisschen mit der Geometrie spielen. Und ja, da hast du hier einfach die perfekten Bedingungen und auch noch richtig Spaß dabei. Auch noch richtig Spaß dabei. Ja, du hast es gerade angesprochen, Mischverhältnisse sind ja im Endeffekt auch nicht unwichtig für die Abstimmung in einem Motorrad. Denn ich meine, das, was wir gewährleisten wollen, ist im Endeffekt das Allround-Paket, was perfekt sein sollte. Das geht natürlich nicht in jedem Belang, aber wenn die Basis eine sehr, sehr gute ist und wir praktisch in alle Richtungen noch verstellen können, dann kommen wir praktisch auch dahin, wo wir hin wollen. Das ist ja das, was wir hier machen. Also muss man vielleicht auch ganz kurz erklären, ein Fahrwerk heißt nicht, dass es so eingeklickert ist und praktisch abgestimmt ist, dass es sofort perfekt ist, sondern eine perfekte Basis bietet für jeden Anspruch und man somit praktisch, wenn man das Fahrwerk verbaut hat, auch bei uns in der Firma anrufen kann, mit Sebastian spricht und sagt, du, ich fahre nach Almeria, ich fahre auf die und die Rennstrecke oder ich gehe auf die Nordschleife, was soll ich machen? Und dann hat man eben das Kundenblatt und man weiß, was da verbaut ist. Man kann mit den Leuten dann dementsprechend reden, auch aufgrund der Erfahrungen, die du selber gemacht hast. Du bist ja schon viele, viele Runden gefahren. Mal so von dir in der Entwicklung der Jahre. Denn wir hatten ja auch heute so das ein oder andere hin und her. Wir haben viele altbekannte Gesichter gesehen. Wie empfindest du das, wie gut heute ein Motorrad fährt, im Speziellen dann, wenn es so abgestimmt ist, im Gegensatz zu vielleicht vor 10 Jahren? Also gerade auch mit Einzug der Elektronik und der elektronischen Fahrwerke hat sich da unheimlich viel getan. Performance-technisch, was du heute aus der Kiste kaufen kannst, wenn du da an den richtigen Stellschrauben drehst, ein vernünftiges Fahrwerkssetup machst, ein bisschen die Ergonomie auf dich anpasst, hast du mittlerweile Motorräder, da wärst du, glaube ich, vorher in der deutschen Meisterschaft mit vorne mitgefahren, oder? Ja, du hättest angreifen können, ja. Und
Ja, das ist ja auch das Schöne, wir haben viele verschiedene Motorradtypen dabei, von der GS, unserem 17 Zoll Umbau der Edition 35, im Ducati Multistrada, S1000R, XR, wir haben einen 90 Racer dabei, sodass man hier auch mal so die verschiedenen Konzepte gegenfahren kann. Und klar, ein Superbike macht uns immer Spaß, ja. Aber ich muss ehrlich gestehen, so eine 90 Racer, die lebt halt viel mehr, der Rahmen bewegt sich mehr, das macht wieder richtig Spaß. Ich fahre jetzt seit letztem Jahr unheimlich gerne unsere S1000XR. Mhm, ja. Fantastisch gut funktionierendes Motorrad. Vor allem, du bist bequem schnell damit. Ja, du kannst da ganz entspannt drauf sitzen, hast eine gute Performance. Wenn du die einmal richtig eingestellt hast, kannst du damit auch richtig schnell hier oben sein. Mhm. Ja, eigentlich alles da. Also wie gut so eine XR mittlerweile funktioniert, wenn wir die eingestellt haben. Das für so ein Crossover-Tourer ist schon brutal gut. Ich habe auch gerade nach den letzten Runden, die wir alle so zusammengefahren sind und auch mit den Kunden, die hier waren, nochmal für mich einfach das Motorrad genommen, bin nochmal zwei Runden rausgefahren, habe nochmal die Rennstrecke genossen, ohne vielleicht im Detail drauf zu achten, wie sich das Motorrad verhält. Aber dadurch war es sehr ruhig, sehr einfach, sehr präzise und gut lesbar. Und das hat mich total begeistert mit den kleinen Änderungen, die wir gestern schon angefangen haben zu machen, zu dem heutigen Tag, dass eigentlich immer mehr Ruhe einkehrt, immer mehr Gelassenheit, weil mehr Sicherheit kommt und einfach diese Lesbarkeit vom Motorrad, das Gefühl zum Motorrad einfach so enorm viel besser wurde. Es gibt ja immer den schönen Spruch, über ein gutes Fahrwerk solltest du nicht nachdenken. Also wenn du das Fahrwerk vergisst, ja. Dann haben wir viel richtig gemacht. So, und genau das wollen wir für euch tun. Deswegen schaut einfach unten nach in der Videobeschreibung. Wir sind für euch da. Das kann man so sagen. Wir wollen selber besser werden. Wir wollen mit euch vielleicht auch Erfahrungen sammeln, die wir dann in Zukunft umsetzen können. Und in diesem Sinne, merkt euch das Gesicht, ruft den Sebastian an, beziehungsweise uns einfach bei der Wunderlich GmbH. Und wir freuen uns dann sehr darauf, mit euch euer personifiziertes Fahrwerk zu entwickeln. Und ich sag mal so, Erfahrung haben wir genug in diesem Sinne. Bei einer Inside Wunderlich Folge darf natürlich eins nicht fehlen, nämlich ganz, ganz tief inside gehen. Und das wollen wir natürlich mit unserem Partner Metzler, der uns vor Ort ausgerüstet hat mit dem besten Reifenmaterial für die Nordschleife und unter anderem auch mit einem, der genau in dieser Reifengeschichte ein wahrer Gott ist. Sowohl auf der Nordschleife, wie aber auch mit der Entwicklung der Metzler-Reifen. Denn ich darf behaupten, vor knapp 35 Jahren durfte ich Herrn Dehne kennenlernen. Und damals ging es schon immer um das Thema schwarzes Gold und Reifen. Damals ist er noch gegen meinen Vater gefahren. Dann sind wir mal eine Zeit lang zusammen zumindest auf der Rennstrecke gefahren. Und heute reden wir gemeinsam darüber. Heute ist es halt so, wenn wir den M9 RR neben uns haben, wir sind ihn hier auf der Nordschleife gefahren, wir dürfen ihn bei uns bei allen Wunderlich Motorrädern testen und es ist halt enorm erstaunlich, was auch der Reifen für eine Bandbreite hat, auf welchen Motorrädern er alles funktioniert. Also es ist von dem eigentlichen Laufbild und von der Konstruktion so ein Allround-Talent geworden, dass man, egal ob man hier vorne in die erste links einbiegt mit kalten Reifen, ein Grundgefühl hat, dann aber sich das in 4-5 Kurven schon so positiv entwickelt, dass man den Reifen fühlt und dass man eigentlich ab dann auf der Nordschleife auch ordentlich Gas geben kann. Wir beide wissen, wovon wir da reden, nicht am absoluten Limit, aber ordentlich Gas geben kann. Und das Potenzial von so einem Reifen muss für dich heute, wie du ja gerade auch schon selber gesagt hast, immer wieder faszinierend sein, wenn du dich dann draufsetzt und eigentlich fühlst, was er kann. Wenn du heute beurteilen würdest, wie viel Prozent besser so ein Reifen geworden ist, wie würdest du das einordnen? Das ist ein schwieriges Thema. So viel schneller, wie die Reifen besser geworden sind, fahren wir nämlich gar nicht. Weil wenn wir da immer wieder hören, 2 Sekunden schneller, der nächste Test, nochmal 2 Sekunden schneller, wir wären eigentlich schon bei Null angelangt, bei so viel schneller gewordenen Reifen. Also die Schritte sind klein, aber spürbar und zwar deutlich. Und was bei diesen Reifen das Tolle ist, das ist der Stahlgürtel, den haben wir eingeführt, als Erste, wir Metzeler. Und die hohe Eigendämpfung, die dieser Reifen bietet. Und man muss dazu sagen, der Stahlgürtel, der hier unter der Lauffläche liegt, ist ja wie die Schale. Und die wirkt sich auch aus bis in die Seitenwand hinein.
heißt, die Stabilität, die der Stahlgürtel bringt, bringt kein anderer Gürtel. Und das macht diese Reifen so fantastisch und auch am Vorderrad überhaupt fahrbar. Mhm. Wir haben ja damals, als wir angefangen haben, nur mit dem Hinterrad probiert und es ging sehr gut. Und dann haben wir uns nicht getraut, das am Vorderrad zu machen, weil bei Radialreifen die Seitensteifigkeit viel geringer ist als bei anderen Konstruktionen. Aber der Stahlgürtel, der hilft hier, die Seitensteifigkeit deutlich zu verbessern und so kann man auch mit dem 0-Grad-Gürtel, das ist ein ganz anderes Reifenprinzip, als wir früher hatten, kann man auch am Vorderrad hervorragend fahren. Und durch diese hohe Eigendämpfung, die dieser Reifen hat, haben wir es geschafft, das Kickback, eine unangenehme Eigenschaft, die manche Motorräder haben, angeregt durch eine Unebenheit auf der Fahrbahn, einen Stoß, vor allen Dingen gefährlich, wenn man aus der Kurve raus beschleunigt und noch Schräglage hat und wenn dann die Lenkung anfängt zu zappeln, dann wird es kritisch. Und das haben wir mit dieser Konstruktion zu 80% reduziert. Der erste Test war natürlich euphorisch. Es gibt kein Kickback mehr. Es gibt es schon noch, aber wirklich mit diesen Reifen nur noch ansatzweise. Du hattest gerade am Anfang schon angesprochen, die Nordschleife dient zum idealen Testfahren und birgt halt auch eine Charaktere in dem Bergauf, Bergab, über Bodenwellen, leichtes Motorrad, Kompressionen etc., wo du alles wirklich erfahren kannst. Ich meine, wir mit der Firma Wunderlich nutzen das genauso für unsere Fahrwerke, da im Endeffekt jedes Mal einen Schritt weiter nach vorne zu kommen und Neuerungen, die wir praktisch in der Technik erfunden haben oder herausgefunden haben, dann auch in der Praxis umzusetzen. Dadurch dient ja dann praktisch der Reifen als Basis und das Fahrwerk, was dann die letzten Dinge noch für den Reifen macht. Also es muss ja zusammen harmonieren. Und da war gerade schon mein ich sag mal, Hinweis so ein bisschen, es ist wirklich erstaunlich, wie gut das funktioniert auf verschiedenen Charakteren von Motorrädern und auch in verschiedenen Gewichtsklassen, muss man ja auch ganz klar sagen. Heute sitzt du im Lederkombi wieder neben mir. Ich würde sagen, wir sind bereit für weitere Taten. Es ist eigentlich genau das, was wir machen wollen, nämlich Motorradfahren. Wir laden euch herzlich ein, auch bei uns auf den Kanälen immer mal wieder reinzuschauen und weitere Informationen, ich sag mal, sich zu holen. Ganz wichtig, der Herr hat noch was zu sagen, dem lasse ich dann auch das Schlusswort. Trotzdem ist es so, dass ich froh bin, dass solche Charakteren so groß geschliffen werden und über so viele Jahre erhalten bleiben. Deswegen danke für deine Zeit und du hast das letzte Wort. Ich hab das letzte Wort, fein. Er hatte ja mal eine nette Idee. Wir wollten mal 1000 Kilometer, was heißt wollten, ich bin 30 Mal 1000 Kilometer Hockenheim gefahren. Und einmal kam er mit der Idee, jüngster und ältester Teilnehmer könnten ja zusammen ein Team bilden. Leider hatte ich schon meinem Kollegen, unserem Testfahrer bei Metzler, zugesagt und es ist nichts draus geworden. Aber ich weiß nicht, du hast gesagt, vor 35 Jahren, mir kommt es länger vor. Ich glaube, wir haben uns vor 40 Jahren oder so mal kennengelernt, da bist du noch mit dem Radl gefahren. Und es war eine lange Zeit im Motorsport, die richtig Spaß gemacht hat und es macht am Nürburgring nach wie vor Spaß. Ich fahre auf den anderen Rennstrecken nicht mehr, aber Nürburgring, das darf nicht fehlen und solange ich das machen kann, mache ich es und das mache ich vielleicht noch bis 80. Jetzt bin ich 78, die 2er könnte ich auch noch hinkriegen. Dann Servus. Danke.